Willkommen zurück, Yoshi-Freunde, hier bei Yoshi's Crafted World. Heute mit dem lila Yoshi und dem Kroko-Waggon. Und bevor wir weitermachen, würde ich sagen, erledigen wir noch einen Gefallen. Das Juwelenmonument möchte er. Mhm. Stimmt, ich erinnere mich. Und das ist auch gar nicht schwer zu finden. Das ist mir, glaube ich, schon beim ersten Mal in dem Level hier aufgefallen, weil es doch irgendwie, ja, heraussticht. Und naja, wir besorgen es ihm und dann schauen wir mal, wo uns der Weg noch hinführt. Ich muss nur aufpassen, dass ich dann kein Schädel dabei habe, weil mit Schädel kann ich ja keine Eier werfen. Ich habe auch gerade gar keine, also. Ach, verdammt. So, dann komm du mal her. So, ein paar Eier hole ich mir schon mal. Und dann weiter. Ich weiß auch nicht, ob es hier schon kommt oder erst zum Ende hin. Was ist das da eigentlich? Kann man das nehmen? Nein. Ach so, ich muss ihn hier erstmal runterschicken. Ach, geh doch weg. Ach, ich bin auch blöd. Hier ist es doch. Wow. Da wurden wir fast gesandwiched. Aber alles gut, wir haben das Monument. Also es war doch in der Mitte. Das ging jetzt so flix. Dass ich, glaube ich, sofort noch einen Gefallen erledige. Die Lächelpyramide möchte er. Ja, dann holen wir die auch noch. Auf der Rückseite vom Skeletosaurus fragt. Das ist natürlich dann wieder ärgerlich, weil es länger dauern wird. Es ist ein Scrolling-Level, da kann ich halt die Geschwindigkeit nicht beeinflussen. Aber naja. Vielleicht ist es ja auch sehr am Anfang. Wie sieht das aus? Okay. So, dann komm. Ich glaube, ich hole mal bei ihm den Schnuffel. Ja, ich glaube, er wurde gerade getötet. Das ist ein bisschen heftig. Aber okay, dann hat sich das auch erledigt. Ich wollte ihn halt haben, weil er als unendliches Ei dienen kann. Aber wenn nicht, dann nicht. Hier sind überall Pyramiden, aber keine mit einem Lächeln. Wie sieht die aus? Ah. Na komm, mach hin. Das muss natürlich wirklich am Ende des Levels sein. Das ist ja wirklich... Na, ich glaube, da ist sie. Vielleicht auch noch nicht. Yoshi, hör doch auf mit dem Zielen. Ich bin hier falsch. Ist sie da? Nein. Oh. Okay.
Das Scrolling geht ja auch weiter, wenn ich ihn treffe, also das macht gar nichts. Er holt dann halt ein bisschen auf und dann... Huch. Boah, wo ist das Ding denn? Übertreib. Natürlich jetzt in dieser eiligen Passage, wo... ich es wahrscheinlich dann... Na, da, ganz am Ende. Ist klar. Ach, sowas finde ich wirklich ärgerlich. Na gut. Level beenden. Okay, Lächelpyramide haben wir. Das gibt eine Blume. Jetzt möchte er vier Kaktusfelsen. In dem einen Level. Ja, okay. Da wirst du dich jetzt aber gedulden müssen. Denn ich habe andere Pläne. Und die führen mich hier hoch. In einen Wald. Ich hätte gern 10 Grinseblumen. Okay, dann kriegst du die. Jetzt geht es mir besser. Dann machen wir mal die Welt hier auf. Oh, wow. Eichbaumwald. Okay. Ja, wir waren zwar schon in einem Dschungel, aber sowas ist natürlich nochmal was anderes. Abwägende Eicheln ist das nächste Level. 10 Blumen gibt es hier, okay. Aber das scheint eine kleine Welt zu sein. Ich glaube, hier gibt es nur 2 Level. Na gut, fangen wir an. Okay, es sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Erinnert mich ein bisschen an diese Blumenwiese, in der wir schon waren. Aber finde ich gut. Wow. Kastanien. Oh, Flutter. Das ist ja cool. Okay, er wird wie Wiggler wütend. Der ist ja auch einfach nur ein entwickeltes Wiggler. Oha. Krass. Okay, und hier sind noch mehr rote Münzen. Geh weg. So. Wo geht's weiter? Okay, hier ist ein Weg. Ja. Der war jetzt ein bisschen versteckt, finde ich, aber macht ja nichts. Ach so. Ich muss hier diese Eulen-Eichel nehmen und wahrscheinlich hier reinwerfen. Was sehr gut klappt. Ah, das ist besser. Naja. Komme ich denn jetzt noch da hoch? Ja. Okay. So. Hier sind wieder rote Münzen. Und hier soll nichts sein, wirklich nicht? Okay, ich glaub's einfach mal. Noch mehr Münzen. Huch, wo landen die denn? Hier gibt's Eier. Yes. Okay. Oh, boah, hier geht's, glaube ich, schon weiter. Na, dann gehe ich nochmal nach unten. Okay, Herzen brauche ich natürlich auch. Hier unten ist nichts. Gar nichts. Dann nehme ich mir hier eine von den Eicheln mit und gehe auf die falsche Seite. Super. Autsch. Ach, ich bin schon wieder auf der falschen Seite. Aber das schaffe ich. Ah ja. So,
Dann kommen wir da an die Blume. Dachte ich. Sehr schön. Das ist auch die erste. Das ist sehr gut. Ist hier was? Ja. Ja, mit den roten Münzen stehen wir schon ganz gut da. Ist halt die Frage, ob wir den Rest auch finden. Wow. Ach, geht doch alle weg. Oha. Na, Wickler, du musst hochfliegen. Oder Flatter, tut mir leid. Ich wollte dich nicht Kind nennen. Aha. Und klar, die Blume kriege ich wieder nicht. Huch. So. Hier gibt es wieder Eier. Naja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die jetzt gebraucht hätte. Ja, ich würde sagen, ich gehe weiter. Aber nicht so weit. Genau. Denn hier oben ist natürlich was. Was ist das denn da? Sieht ja interessant aus, diese Kastanieneule. Oh Gott. Muss jetzt sowas kommen? Ach so, wenn ich nicht drauf bin, dann geht's gar nicht weiter. Das ist gut. Ah! Okay, hier unten sind Münzen aufgetaucht. Ha. Okay, das ist jetzt einfach. Okay, es bewegt sich zwar, es ist trotzdem einfach. Habe ich aber nichts gegen. Ach, jetzt ist meine... Nee, meine Statue ist gar nicht verschwunden. Ah, bleib stehen. Autsch. Oh Mann. Kann man da hoch? Vielleicht, wenn man keinen Gegenverkehr hat. Oha. Oh ja, hier ist sogar was. Wieder eine Blume. Und wir haben bisher keine verpasst. Das ist sehr schön. So, ist hier was? Nein. Okay. Hier auch nicht? Doch. Aber nur Herzen. Die haben wir ja eh voll. Ah ja. Da ist das Geschenk. Und hier sind noch mehr Münzen. Überall Münzen. Meine Güte. Wie sieht es denn damit aus? 4 Stück fehlen noch. Ist hier was? Nein. So, da ist wieder ein Flatter, den ich auch benutzen möchte. Ich möchte aber vor allem erstmal Eier auffüllen, bevor ich hier das Event aktiviere. Den Checkpoint vielleicht noch nicht. Okay, dann flieg mich mal nach oben. Klar ist hier was. Okay, 2 rote Münzen fehlen noch. Na, und ich habe echt wenig Eier. Das ist eigentlich nicht gut. Also, ich brauche 1, um das Event zu aktivieren. Und dann habe ich nur noch 3 zur Verfügung. Hm. Die Eichel, die ich hatte, ist auch verschwunden. Irgendwie nicht so toll. Ich will aber auch nicht über den Checkpoint fliegen. Oder doch, ich fliege über den Checkpoint. Ja, da kriege ich nämlich auch Eier. Die Herzen brauche ich zwar nicht, nehme ich aber trotzdem. So. Dann schauen wir mal. Wobei, ich glaube, es ist gar kein Event, wofür ich Eier brauche. Ja, es ist einfach nur das übliche Sammeln. Der Äpfel oder der Yoshi-Beeren. Na gut. Weiß man da vorher nicht. Obwohl, eigentlich schon, weil es keine Möglichkeit gab, da Eier aufzuladen. Sonst sind da immer diese Blumen, die die Eier ausspucken. War jetzt hier nicht so. Oh, und hier muss ich was sammeln. Mhm. Ja, dann sammle ich mal. So, die Eisstiele waren hier das Tor. Ah, das wird ein Sammel-Item für einen gefallen, das sehe ich jetzt schon. Super. Was macht ihr denn? Oh mein Gott, Eichelgeist. Das ist auf jeden Fall ein, ja, ein Bushaltestellenschild. Nochmal Herzen, ja, okay. Huch. So. Dann kann ich erstmal hier rüber.
Und wir das Ding nehmen. Dann muss ich mal gucken, wie ich das hier hinlege. Ich glaube, so ist aber schon ganz gut. Kann ich nämlich hier hoch und hier runter. Und da ist das zweite Teil. Ein Dach. Ah ja, und da ist noch einer. Okay, und hier habe ich natürlich was. Noch eine Blume. Okay, eine Blume fehlt noch. Und zwei Münzen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube aber nicht, dass die noch hier sind. Also baue ich hier das Ding zusammen. Ja? Irgendwie. So, Schild. Ach, das war kein Dach, das war eine Bank. Das hier ist das Dach. Okay. Und das ist jetzt eine Bushaltestelle? Ja, krass. Oh. Da es auch kein Zug ist, kommt er auch pünktlich. Und wir springen auf, oder wie läuft das jetzt? Sieht so aus. Okay, dann fahr uns mal. Nein. Das war eine rote Münze, ich habe es ganz genau gesehen. Und dann habe ich natürlich genau die verpasst. Oh Gott, das habe ich jetzt aber nicht gut gemacht. Ich kann auch nicht runterspringen. Ach man, das war jetzt so unnötig. Oh Gott. Ja, hier ist keine rote Münze mehr. Ich habe gesehen, dass das eine rote Münze war. Na gut. Dann schneide ich die eine rote Münze noch rein. Ist halt wirklich ärgerlich. Ich habe es genau gesehen. Ich habe auch diese Münze anvisiert und dann habe ich irgendwie alle anderen drei getroffen und die eine nicht. Naja. Immerhin haben wir ganz viel Geld bekommen. Aber eine Münze fehlt, wie gesagt. Ja, die hole ich jetzt nach. Dann geht's weiter. So, da wäre ich wieder. Ach, ich muss ja auf den Bus erstmal warten. Ich hoffe, ich kriege diesmal. Ja. Die Münze. Die eine Münze, die zählt. Es wäre ärgerlich, wenn es schon wieder nicht klappt. Okay. Gar kein Problem. Ich weiß gar nicht, wieso es nicht funktioniert hat. Oh Mann. Na gut. Dann beenden wir das Level hier eben. Wir können uns ja nochmal hier die Busfahrt angucken. Na komm. Das ist auch schon vorbei. Mehr oder weniger. Und hier diese Eulen, Eicheln und Kastanien sind richtig schön. Also das Level ist wirklich, weiß ich nicht, erinnert mich ein bisschen so an meine Kindergartenzeit. Da haben wir auch so viel mit Eicheln und Kastanien gemacht, wenn der Herbst kam. Naja. Das Level ist auf jeden Fall jetzt abgeschlossen. Und ich würde sagen, das nächste Level sparen wir uns für den kommenden Part auf. Und sammeln jetzt noch ein paar Sammelsachen ein, damit wir noch ein paar Grinseblumen bekommen. Die Sache ist nämlich, wir sind ein bisschen hinterher. Ich meine, wir müssen hier noch alles sammeln. Und hier gibt es auch noch ein bisschen was zu sammeln. Das nächste war, glaube ich, hier. Genau, auf der Vorderseite die Kaktusfelsen oder Felskakteen. Ich weiß es gar nicht mehr. Wie sie jetzt heißen, ist auch egal. Wir wissen ja, wie sie aussehen. Und sie sollten eigentlich auch ganz auffällig sein, weil sie so grün sind und alles andere hier ist ja eher braun. Ah, wobei, es gibt auch noch die anderen Kakteen. Naja. Und da sehe ich schon den ersten. Das Problem hier ist aber, dass ich nicht immer Eier werfen kann. Wenn ich da runter gehe, ist es vorbei. Hm. Und das ist ein Problem. Ich lasse mal die Shy Guys hier am Leben, denn deren Hilfe werde ich wohl brauchen.
Früher oder später. Ach so. So, hier aufpassen. Das Ding kann nämlich wehtun. Okay. So, das ist der erste. Jetzt nehme ich aber den Felsen wieder mit, sonst komme ich, glaube ich, nicht da. Wobei, ich müsste runterkommen. Und die Eier möchte ich auf jeden Fall auch haben. Doch, hier komme ich runter. Kein Problem. Und hier ist der nächste Fels. So, und du musst mir jetzt den Weg frei machen. Noch ein bisschen Geld mitnehmen, auch wenn wir dafür einen Treffer einstecken. Das macht ja nichts. Da ist aber was. Oh, zwei im Vordergrund. Au, wow. Zwei im Vordergrund ist schon ganz schön fies. So, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht mitnehmen, weil ich ja dann nicht schießen kann. Andererseits brauche ich es hier. Und da ist der letzte Fels. Ich glaube, es gibt nämlich nur vier. Da muss ich aber erstmal gucken, wie ich da dran komme. Weil ich hier meine Sache nie loswerden kann. Ich mache auch gerade alles falsch, glaube ich. Ne, wenn ich hier runtergehe, komme ich nicht mehr hoch, oder? Ja, doch, aber... Hallo, ich muss das Ding hier loswerden. Spiel. Autsch. Oh, ich kann doch nicht den ganzen Weg jetzt zurücklaufen müssen. Ich werde es auch gar nicht mehr los, glaube ich. Oh, bitte nicht, Spiel. Wieso tust du mir das an? Dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Ich gehe nochmal ganz zurück. Nur von hier kann ich halt nicht schießen. Also, wenn ich den Helm aufhabe. Aber ich werde den ja auch nirgendwo los. Hier nicht. Komme ich überhaupt nochmal hoch? Aber hier müsste ich eigentlich rein können, ja. Aber wird doch schwieriger, als ich gedacht habe. Ach, das gibt's doch nicht. Hallo. Ich weiß, dass es geht. Oh nein. Oh, ich habe alles falsch gemacht. Erneut versuchen, ja. Die Dinger waren ja nicht schwer zu finden. Oh, die sind sogar immer noch gespeichert. Das war nett. Ich dachte, wenn ich erneut versuche... Sind sie nicht mehr gespeichert, aber na gut. Ach, das ist aber ein echt ätzendes Level, um was zu suchen. So, jetzt muss ich hier mal aufpassen. Und verstehen, wie das genau hier funktioniert. Ich glaube, ich muss das Ding einfach nicht nehmen. Reicht das dann schon, oder... Komme ich hier nicht durch? Oh, ich bin so blöd. Ich bin wirklich so dumm. Wieso bin ich hier nicht zurückgelaufen? Das wäre alles so einfach gewesen. Das ärgert mich jetzt schon ein bisschen. Aber gut. Dann ist das auch endlich geschafft. Vielleicht war es ja auch schon das letzte hier, aber ich glaube es irgendwie nicht. So, eine weitere Grinseblume.
Und ein weiterer gefallen. Drei Yoshi-Statuen. Ah ja, die habe ich schon gesehen. Sind auch hier auf der Vorderseite. Ja, aber wieder das Skeletosaurus-Level, was ziemlich cool ist, aber zum Sammeln halt nicht so geil. Na gut. Hier war aber noch keine. Ich habe ja gar keine Eier. Die dürften erst jetzt irgendwo kommen. Na, wo sind denn die Statuen? Ah, da ist eine. Ich brauche ja nur drei Stück. Oh, super geschielt. Da ist die nächste Statue. Ah! Oh Gott, jetzt muss ich hier unten her. Das geht nicht gut. Autsch. Wie gesagt, das geht nicht gut. Ja. Die Blumen brauche ich ja sowieso nicht. Wäre halt schön gewesen, weil es auch Geld gibt. Aber naja, für Geld will ich mich jetzt auch nicht umbringen. Jetzt gleich dürfte der nächste Yoshi kommen. Beziehungsweise der letzte Yoshi. Die letzte Yoshi-Statue, genauer gesagt. Oder? Oder vielleicht auch nicht. Versteckt er sich vielleicht da unten? Aber der wird ja dann auch zerstört. Da wird er nicht gewesen sein. Oder? Ich kann ja sehen, was er da alles wegwirft. Oh nein, da war keine Statue dabei. Okay. Herzen, wer braucht schon Herzen? Oh mein Gott! Jo, das hat noch geklappt. Level beenden. So. Was gibt's jetzt für einen Gefallen? Gar keinen mehr. Ja, schön. Dann ist auch die Dino-Wüste fertig. Deswegen wird sie auch schön feierlich dekoriert. Und wir kaufen uns die Kostüme, die es hier gibt. Da werden auch sehr coole dabei sein. Hat man gerade auch schon in der Vorschau gesehen. Ach, jetzt werfe ich nur eine Münze ein, ich Idiot. Naja, was kriegen wir denn am Anfang? Ein rotes Ei. Und da ist... was drin? Planierraupe. Ja, nicht schlecht. Aber ich will mehr. So, was haben wir denn jetzt alles? Da wäre ein Kaktus. Ein Ziegel. Okay. Eine Salsa-Soße. Nicht Dose. Der Skeletosaurus-Schädel, ja cool. Ein Kamel. Eine grüne Schubkarre. Der Skeletosaurus. Eine antike Steinskulptur, okay. Und ein roter Eimer. Ja, ein bisschen plain, aber okay. Ja, etwas davon werden wir im nächsten Part anziehen. Und da werden wir auch das nächste Level machen. Und natürlich wieder Gefallen erledigen, ist ja immer so. Ja, wenn euch der Part gefallen hat, lasst doch einen Daumen da. Und bis dahin, alles Gute!